Revelio. Sieht interessant aus. Revelio. Thank you.
Hey, Doktor! Am besten schlägt man im Dunkeln zu. Du bist... Wer hier wohl gelebt hat. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio. Revelio. Ich schaffe das, ich krieg das hin. Er will sicher helfen. Treffen wir hier die Zentauren? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Wenn Sie von den Schnatzern hören, verstehen Sie, warum wir hier sind und werden helfen wollen. Ich hoffe, du hast recht. Sicher können Sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Wenn ich es mir recht überlege, sind Sie dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Ich... Wir haben nichts zu verheimlichen. Das stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen Ihnen, was wir vorhaben.
dann müssen sie uns einfach helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Schmerzen?
Revelio. Alles ruhig. Zu ruhig, finde ich. Was haben wir denn hier? Sieht nach Ärger aus. Wer ist da? Ist da jemand? Du bist leise wie ein Grabhorn. Sorry, ich kleine. Was ist da los? Vielleicht habe ich oben in der Burg mehr Glück. Eine Leiter. Die brauche ich. Hallo? Wie kommst du da los? Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. Revelio. Dieses Lager gefällt mir gar nicht. Erhalten. Was für eine Verbreitung meines Talents. Das ist der Ort auf der Karte. Jetzt muss ich gut aufpassen. Wie kommst du da los? Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Revelio.
Kennst du Irondale? Das Dorf liegt südlich des Schlosses. Die Höhle, die wir für Doran finden sollten, könnte in der Nähe sein. Hier, ist da jemand? Hallo? Ich bin... Sieht aus, als hätte Adelaide den richtigen Riecher gehabt. Revelio. Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Zu spät, um deine Revelio. Hallo? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein? Revelio. Thank you.
Revelio. Hallo, Homura. Revelio. Bekommen, was man uns schuldet. So oder so. Lass mich runter!
weniger, Renrock. Das ist sicher Mr. Oaks Zauberstab. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Revelio. Revelio. Zauberstab. Das ist meine letzte Chance, hier herauszukommen. Bitte. Mein Zauberstab. Oh, mein Mary. Danke. Hm.
mein Zauberstab und... Halt, Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab, wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Mr. Oaks hatte Glück. Renrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Revelio! Bessere Tage, Revelio. Confringo! So knifflig, Merlin. Revelio. Thank you.
Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Reparo. Dich untersuchen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Es war mir ein Vergnügen. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen.
Es war mir ein Vergnügen. Wie schön, Sie zu sehen. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Zweifellos schon lange verlassen. Revelio! Ringo! Das Ringo! Incendio! Revelio! Sieht interessant aus. Revelio. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Thank you.
Revelio. Die sahen auch schon mal besser aus. Schade, dass das niemand gesehen hat. Sind einfach zu viel. Wer hier wohl wohnt? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... Oh, welch angenehme Überraschung. Revelio. Das Liefern dieser Tränke. Hoffentlich genügt Pippins Qualität von dem meiner Kunden. Beschützung.
Das hat schon bessere Tage erlebt. Der Altäre, die Professor Shah erwähnt hat. Revelio. Contringo. Revelio. 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 Hier. Revelio. 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 Ha.
Alohomora. Du gehörst mir, Demigeis. Revelio! Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Danke erneut für das Lied. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute... Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Revelio. 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 Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Lumos.
Revelio. Lumos. So knifflig, Merlin. Diesmal für mich auf Lager. Revelio. Confringo. Revelio. Merlin Pudding. Fehler. Ja. Hä? Huh? Ja. Oh. Ja. Oh. Ja.
die Knie. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Aschwinderin besiegt habe. Prüfung Merlins? Wer hier wohl gelebt hat? Professor Fig das nur gesehen hätte. Revelio. Könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio.
Gute Zeit, Moramir. Revelio. Welch angenehme Überraschung. Contringo! Revelio! Wäre Merlin persönlich stolz. Sollte ich untersuchen. Revelio. Levioso. Revelio.
wer hier wohl wohnt?